ist auch auf diesen Grund zu Gegenteil nicht guten Gewissens behaupten. Das zum allerersten. Zum zweiten würde ich in Wirklichkeit viel lieber weiter Musik hören, anstatt das Reden. Ich fand das richtig klasse. Nochmal ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die zu dieser wunderbaren Unterhaltung bisher beigetragen haben. Und man kann erkennen, dass sich damit Schule auch ein Stück verändert hat. Dass die Frage, gerade wie Gymnasien sich organisieren und strukturieren, wie Tagesabläufe von Kindern sind, und ich habe selbst ein Kind in dem Alter, sich eben verändert haben. Das kann man gut finden, das kann man auch weniger gut finden, aber es ist so und deswegen sind wir als Stadt natürlich verpflichtet, auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass wir, und ich war ja schon beim Richtfest hier, da sah es noch ein bisschen anders aus, aber ich glaube, damals konnte man schon den festen Eindruck gewinnen, das wird eine tolle Mensa. Und wenn man links und rechts in der Stadt das hört, und wir fahren ja auch viele dran vorbei, es ist ja eine Schule, die man auch auf dem Weg sieht, dann höre ich das auch immer wieder, dass das eine sehr gelungene Situation ist. Und deswegen, ich muss mal gucken, ich habe die noch gar nicht selbst gesehen, die Architekten, Hans und Ried, da sind alle beide, haben hier eine tolle Idee auf die Straße oder neben die Straße in diesem Fall gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür, weil ich glaube, das ist ein gutes Stück Beispiel geben, wie wir auch in Zukunft in Bochum mit dem Thema Schulmenschen umgehen können. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie das so mitgestellt haben. Insgesamt jeden Tag ungefähr 150 Essen, die an die Schülerinnen und Schüler verkauft werden, ausgegeben werden können. Und jetzt war ich ja neulich hier zum Frühstück zu Gast. Im Rahmen des Adventskalenders der Schule gab es ein Frühstück. Wir haben darüber diskutiert und mir wurde gesagt, das ist total heikel, wenn ich sowas sagen möchte. Aber die wirkliche Herausforderung für Schulmenschen ist ja, dass sie cool sein müssen. Sie müssen konkurrieren mit der kurzen Busfahrt zu McDonald's in der Innenstadt, das ist ja das wahre Leben. Und deswegen ist es ganz wichtig für diejenigen, die so eine Einrichtung betreiben, ganz ausgewogen mit der Herausforderung umzugehen, dass die Eltern das gut finden, wenn die Kinder da hingehen. Also das Essen muss biologisch wertvoll und ausgewogen und gesund sein. Und gleichzeitig es auch Essen gibt, was die Schüler wirklich unbedingt haben wollen. Das ist manchmal deckungsgleich, aber nicht in Ihnen allen, dass die Mensa genau diesen Anforderungen entspricht. Und denen, die sie nutzen, wünsche ich guten Appetit. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus
Hey, no rush, no one, I'm trying to my best.
bis denn die Signale von dem Schalter übertragen werden, auf die Leute hören. Zusammenzukommen und zu essen. Und ich muss sagen, ich bin gerade eben reingekommen und war ziemlich überrascht, vor allem von der roten Wand und dem ganzen Holz hier drin. Und ich glaube, dass diese Mensa uns vor allem die Erholung am Nachmittag, also für den Nachmittag, am Mittag bieten wird, die wir auch brauchen, damit wir noch weiter uns gut konzentrieren können, mehr oder weniger. Deswegen schön, dass es jetzt auch noch einen weiteren Raum gibt hier an der Schule, den man natürlich auch für verschiedene andere Sachen nutzen kann, wie schon vorhin gesagt hat. Wir haben das Glück gehabt, das Jahr zu ziehen, dieses Gebäude mit der Betreuung einziehen zu können. Wir sind sehr froh über das Modell, freundliche Räumlichkeiten hier. Ja, wir wünschen uns einfach eine gute und erfolgreiche harmonische Zusammenarbeit halt auch mit der Kinder. Wollen Sie den Bereich jetzt mal ganz genau? Zum Abschluss darf ich jetzt noch bitten, aber ich glaube, es ist gar nicht das, muss ich so sagen, wie wir ihn hier tatsächlich erleben, in seiner gelben Weste. Der Hausarzt hat wahrscheinlich irgendwo etwas zu regeln. Entangle is fun, but I'm hello.